und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Biberfelde Multiplayer. Mit dabei ist noch der Herbie. Moin! Genau, ganz fit und ausgeruht haben wir uns gedacht, jo, wir nehmen noch eine Folge auf, zu zweit. Ja. So. Genau, welche habe ich denn mal genommen? Die 4, ne? Genau. So. So. Ja, Schmidti muss ja leider jetzt ins Bett. Der konnte jetzt nicht mehr mitspielen. Richtig. Deswegen sind wir alleine. Aber ihr müsst das so sehen, ihr habt noch eine Folge. Auch wenn die eine Woche später online ist. So, dann geht er hier durch. Zack, 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 ey. Eingespieltes Team sind wir. Soll ich die 2 nehmen? Ja. Ich habe eigentlich auch schon alles, was ich brauche. Ja, ich schicke da ein RTW. Okay. Gut. Ja, ich bin auch durch. So. Dann mal eben alles fertig machen. So, also wie in dem letzten Video, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, also da haben wir auch schon erwähnt, dass wir das Tutorial, wonach ihr so sehnsüchtig wartet, dass wir das auf dem Schirm haben, wir aber, wie gesagt, zeitmäßig ziemlich eingebunden sind und wir das vernünftig machen wollen und nicht so halb und dann ist nachher was falsch. Also das Tutorial machen wir. Nachher bleiben dann noch. Genau. Nachher bleiben noch Fragen offen und dann müssen wir noch was hinterher machen und so, das ist auch scheiße. Genau. Besser wir frühstücken alles in einem Video ab und dann. Richtig, also so wollen wir das versuchen und das kostet natürlich nicht nur Planung, sondern auch etwas mehr Zeit als sonst, weil wenn man sich da vernünftig vorbereitet, dann ist es auch ein vernünftiges Video. Ich denke, da habt ihr alle was von. Ach ja, und auch nochmal eine Frage, um die direkt wegzunehmen. Wir haben das schon in mehreren Livestreams beantwortet. Ich glaube sogar auch in einigen Videos, die online sind. Es kommt immer mal wieder die Frage, ob man mit uns zusammen im Multiplayer spielen kann. Ja, ist möglich. Aber wir machen kein Community-Event mehr. Also das ist zu anstrengend, das führt wahrscheinlich nur zu Problemen. Deswegen so aus Fun kann man das mal machen. Aber geplant, dass jetzt ein Community-Event kommt, machen wir nicht mehr. So. Zap, zap. Ah, Debug fehlte noch so. Das so. So, Einsatzboost, damit es gleich direkt losgeht. Jetzt bist du heiß. Ja. Herrn Bock. Ja, und es passiert nichts. Ups. Ich habe meine Leute ins Auto geschickt, ohne den Patienten mitzunehmen. Das ist auch nicht so wichtig. Nö. Höre. Auf dem Weg. So, Kaffee ist natürlich auch am Start. War ja klar. Ach. Bei mir ist tatsächlich gerade keiner am Start. Was? Alkoholfreies. Ja, ich habe alkoholfreies Bier neben mir stehen. Was hast du neben dir stehen? Alkoholfreies Bier. Ach so, ja gut. Ja. Das geht auch klar. So. Dann warten wir den ersten Einsatz mal ab, wa? Ja. Und es ist übrigens auch schön, dass ihr immer noch so zahlreich auf dem Kanal aktiv seid. Also da können wir uns auch immer nur wieder für bedanken und auch für das positive Feedback, was ihr uns immer gibt. Ja, das stimmt. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Das sagen wir zwar in fast jedem Video, aber ich finde irgendwie, das kann man ruhig sagen, weil es ist ja auch durchaus, wenn man sich stimmt andere, ja auch wirklich fast jedes genau, Video andere Kanäle anguckt, ist halt immer, weiß ich nicht, ist nicht so positives Feedback eventuell.
Und irgendwann hoffen wir dann auch natürlich, dass wir dann Emergency 5 mit der Next Generation Mod spielen können, was das ganze Game noch interessanter macht, glaube ich. Jo, das wird, glaube ich, richtig, richtig, richtig geil. Ja. Ah, da werden wir wochenlang unser Zimmer nicht mehr verlassen. Richtig. Völlig verwahrlost. Ja. So ein bisschen wie in der Folge Big Bang Theory, weißt du, wo die dann klopft und ich hab dich 3 Tage gesucht. Kann ich wohl hinfahren? Rest über hin, ja. Ja. Howard Wolowitz. Wo liegt denn der Patient? Ach, da. Der Der liegt Fischverkäufer. wo? Am Markt. Ja. Ach da. Ach, da gucken wir erstmal nach, was da passiert ist. Ja, schlechter Fisch verkauft oder sowas. Na. Und waren gemeldet, Lebensmittelvergiftung, oder? Irgendwie sowas. Akutes Abdomen, ja, so in etwa. Das könnte hinkommen. So. So, erstmal hier räumen Sie den Bereich. So. Kann ich ein NA hinschicken? Was gibt's? Auf dem Weg. Was soll ich denn RTW entschicken? Ah, wäre gerade ganz cool. Obwohl, nee, brauchst du gar nicht, schicke ich selber. Habe ich ja noch einen. Kannst alles selber, sehr gut. Ja, ich brauche euch nicht. Ich brauche euch nicht. Einzelkämpfer. Oh. Oh, das ist wirklich ein akutes Abdomen. Okay, dann akutes Abdomen. Load and go. Nein, der hat eine innere Blutung, aber sowas von. Brettharten Bauch, da geht's um Zeit. So ist es. Türöffnung. Scheiße. Kriegst du trotzdem noch hin? Ja, kriege ich auch hin. Ja, Patient am Marktplatz mit Sonder- und Wegerechten. Waldkrankenhaus. Notarzt ist nicht abkömmlich. Intensiv oder Aufnahme? Nee, Aufnahmen. Okay. Dann fahren Sie mal die Patienten dahin. Danach wird das Waldkrankenhaus auch abgemeldet. Wir haben noch ein einziges Bett für Sie. War ja Standard. Gar nichts Neues. So, Türöffnung. Polizei kommt natürlich auch. Roter Patient. Rot. So, Halle fährt zurück. Jo. Er kommt gerade an. Wunderbar. Okay. Ich habe schon gefunden. Guck mal, liegt Was? direkt vor der Rettungswache.
Ja, stimmt. Ja, Polizei dreht um. Kripo kommt auch. Dann wird so, das großzügig hier abgesperrt hier. Ich die Kripo jetzt finde. Keine Sorge. Kompetenzteam ist schon vor Ort. Ah, oh, verdammt. NF hast du da, ne? Jo. KT mache ich auch. So ein Sommer- und Wegerechten Seekrankenhaus. Jo, verstanden. War der noch am Leben, der Patient, oder was? Ja. Was? Der hat's überlebt. Okay. Ja, aber sollen wir jetzt trotzdem noch irgendwas hier suchen, oder hat sich das dann gleich erledigt? Du meinst bei der Person? Ja. Nö, es hat sich dann ja erledigt. Ja, ne? Wenn da ein Auto dran vorbeigefahren ist, dann sehr angenehm. Ja, die Kripo sucht trotzdem nochmal eben. Die guckt sich diese Einheitsstelle nochmal genau an, wenn ich dafür Zeit hätte. Okay. Okay, 1 RTW1 ist da in der Nähe. Okay. Ja, dann fahrt du mal rüber. Ja. Ist das notarztpflichtig? Ne. Notarztpflichtig, das ist auch so ein Wort. Ja? Es ist noch nass vom Desinfizieren gerade, aber scheißegal. Heck, Problem. Ah, Loco. Das kriegst du hin. Jo. So. Ja. Kriege ich eigentlich gerade alles irgendwie in meinem Einsatzgebiet hier, oder? Ah, du kriegst Unterstützung von mir, so ist das nicht. So, okay. Was hast du denn im Angebot? Ja, also ich schicke jetzt erstmal einen Rüstzug, weil ich weiß, dass das Fahrzeug brennt. Du müsstest noch 2 Polizeistreifen schicken und einen RTW mit NEF von oben. Ein NEF kommt, wenn es nicht gebraucht wird, von mir. Jetzt wird Schema an Christoph raus. Ja, gute Idee, hast recht. Kompetenzteam ist auch schon vor Ort. Keine Sorge. Der Christoph, der landet zwischen den Wohnsiedlungen. Rechts vom weißen Auto. Jo. Dann gucke ich, dass ich da die Straße auch schon zukriege. Alles klar. So. Dann mal fahren die Lakritzstange vor und ja, auf geht's. Hab ich was? Ja. Jo. Fahrzeug wird geschnitten. Jo, top. Zweites Fahrzeug auch. Okay, müsstest du eventuell einen Notarzt von außerhalb schicken oder ich schicke ihn von der 2 unten hoch. Weil das mein NEF wiederkommt aus zum Seekrankenhaus dauert. Ja, mein 1er von oben ist auch noch unterwegs. Bisschen gleich mal eben gucken, vielleicht kriegen unsere Geister das auch alleine. Ja. Ja gut, wenn man den Heli noch, der kommt jetzt gerade. Ja, der landet etwas. So.
könnte eventuell ausreichen. Okay. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Oh. Ah, das könnte noch sein. Ja, Glück gehabt. Dass da mit Lot und Go noch was zu haben ist. Ah, gehen wir hier rüber. So. Boah, das sieht aber bei beiden ganz rosig aus, du. Ja. Den lädt mein RTW schon mal ein. Jo. Ja, ich weiß nicht, ich brauche überhaupt irgendeinen Notarzt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich behandle den in der Mitte trotzdem mal hin. Ja. Nicht die Axt. So, ich sehe gerade. Beide Krankenhäuser wieder betten. Schön. Kannst du wieder hinfahren. So, ich lade einen Patienten ein. Jo. Oh. Gut, ja, Patient kann ohne Notarzt transportiert werden. Bald Krankenhaus war offen wieder, ne? Jo, kannst du. Gut, NEF ist wieder frei von der 2. Ja, Hubschrauber kann auch abrücken. Ja, dann rückt Christoph auch mal wieder ein, ne? Abschlepper sind unterwegs. Jo. Also, ich wollte gerade fragen, Abschlepper hast du ja gerade gesagt. Hab ich bestellt. Schön. Ja, jo, da fahre ich mal hin. First Responder mal eben. Okay, dann stabilisieren schon mal. Ich habe mein kompetentes Team auf Anfahrt. Ah, oh, verdammt. Da ist der so viel Heli noch da? Den müsstest du neu alarmieren. Aber das macht doch irgendwie keinen Sinn, direkt so vom Krankenhaus. Nee, ne? Obwohl, es ist bestimmt wieder abgemeldet. Ja. Notarztpflichtig auch. Ja, kein Problem. Klar. Ich übernehme das wohl. Ja, schön. Kannst weiter. Kompetenzteam ist vor Ort. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt ein RTW auf Anfahrt, aber das NEF so. Ach, nee. Schade. Das NEF suche ich vergeblich. Müsstest weiter behandeln. Hast du noch... Dann schick dein NEF unten von der B. Ach, der ist auch weg. Wo sind die denn? Ja, ja, das sag ich ja. Der ist im Seekrankenhaus. Gut, dann schicke ich mir das 3er NRF hier oben hin und dann schicke ich zu der Synkope nach unten. Ja, warte, Synkope nach unten kann ich noch einen NA schicken. Den habe ich oben an der Einsatzstelle noch stehen, sehe ich gerade. Jo, ja. Dann fahr den da runter. Ja. Top. Jo, 3er NRF ist unterwegs, ne? Jo. Müsste es mir gleich in die Karre setzen, eben dann passt das. Ja, Einsatzstelle, Verkehrsunfall kann zurückgebaut werden. Frei schon wieder unten. First Responder. Okay, ja, dann kann ich noch nicht mal. Ist, ach nee, da. Ja, ich fahr First Responder. Okay, gut. Dann kommt mein LRF.
erstaunlich. Jetzt haben wir gar nichts mehr frei. Was gibt, wird ausgeführt. Ja, Türöffnung bei mir. Hast du noch was? Auch schon da. Zur Türöffnung? Ja, ich habe beides noch auf dem Weg. Ich habe gerade ein NEF, was da zufällig wieder vorbeifährt. Ja, habe ich auch noch. Aber da hast du ja schon da. Okay, ja, also ich kann dir höchstens mein LRF da eben vorbeischicken, dann fährt mein NEF fürs Wandern. Ja, so machen wir es. Ich muss mal eben. Wo bin ich denn jetzt First Responder mäßig hingefahren? Du bist beim Hallen, oder? Da oben beim Schwimmbad bist du. Ach da, das NEF wird mir nicht angezeigt. Ey. Ach, das Dingens. Ja, das hat sich ja echt das gelohnt. Das 3er NEF ist da, kannst du... Bin unterwegs. Ja, dann fahre ich weiter zur Türöffnung, oder hast du schon alarmiert? Das LRF ist jetzt da. Achso, ja gut. Dann rück ich ein. Zack. Schönes Auto. So. Ja, das ist dein Lieblingsauto, ne? Ja. Axt. Na herrlich. Dann setz mal oben dein NA bei mir in die Karre. Oben NA? Ach hier. Auf dem Weg. Die Karre finde ich ja geil, ne? Den X3? Ja, also in echt nicht, aber in dem Spiel. Ja. Wohl ist das ein X3? Ist das ein X5? Weiß ich Kann's nicht. Kannst du gar nicht sagen. So kenne ich mich mit BMW nicht aus. Ich kann dir sagen, was Audi ist, aber. Obwohl ich es am Anfang so. In dem Spiel auch nicht wusste, ob das ein A4 oder ein A6 war. Ja. Ja. Dann hauen wir die Tür mal ein, ne? So. Bitte, bitte. Danke. Weiter. Oh. Alter. Ganz, ganz knapp. Ja. Dann fahre ich mal direkt hier hin ja, weiter, ne? Macht mal. Was ist denn los gerade? Kannst du mit deinem RTW von der 2 unten mal bitte hier zum Malbar fahren und Patienten übernehmen? Ich habe mir jetzt nach unten hingeschickt zu der Fraktur. Bitte wohin? Ja, ich habe ihn zu der Fraktur geschickt, aber ich schicke ihn hoch. Achso, ja, genau, LF war da um Ecke. Jo, fährt hoch. Ja, toll. Und jetzt ist das Wahlkrankenhaus auch schon wieder bei einem Bett. Klasse. ja, wer möchte da hinfahren? Die Türöffnung, oder? Ja, ich denke auch, die ist rot. Ja. Oh, das hat Priorität. Ja, alle Fahrzeuge abrücken dahin. Ah, Kompetenz ist unterwegs. Schön. Gut. Dann fahr du mal dahin, danach wird das Wahlkrankenhaus dicht gemacht. Jo. Setzt du den Notarzt eben bei mir rein von dem Schwimmbad? Jo, mach ich. Dann fahren wir zum See. Mit so einer Wegerechten. Ist ja richtig was los im Kreis. Natürlich. So, Fahrzeug ist auf dem Weg zum Waldkrankenhaus. Mit Notarzt. Ja, intensiv. Gut. Mit Sonnen- und Wegerechten. Ja, ist verstanden. Waldkrankenhaus ist dicht. Ach, das war die Kompetenz, die gerade wieder bei mir vorbeigefahren ist. Ja. Die Kompetenz ist doppelt im Einsatz. Ja, hier Opa steht schon vor der Tür mit Tasche in der Hand.
ich noch was. Ja? Ja. Ich habe gar nichts mehr, außer jetzt bei der 1. Ja, herrlich. Ich schick die 1 schicke ich hoch zu deinem Hotel, ja. Na, warte, dann. Ja. Ja, eigentlich kriegen wir das so noch gebacken. Ja? Ich brauche nur ein NAF wieder. Ja. Ich habe oben hab ich noch. Ja, warte mal. Ja, für so einen groben Kreislauf brauche ich ein NAF. Ich habe ein NAF hier stehen. Ist jetzt frei. Schicke ich. Ja, schick mal hoch. Ja. Ja. Schick von außerhalb. Ja. Ich schick dir eins zum akuten Abdomen, schick ich dir den NA dann jetzt hin von oben. Von außerhalb? Ne, von außerhalb nicht. Also das okay, NAF, was jetzt gerade im Krankenhaus frei ist. Ich bin sogar vor deinem RTW da. Okay, gut. Dann kriegst du das 3er NAF hier zu der Einsatzstelle. Ja, pass mal auf, da brauchst du mir gar keinen hinschicken, da schicke ich mir selber einen hoch. Hast du da einen? Ich habe einen RTW da. Jo. Höre, ist in Arbeit. Oh, Scherz, ne? Ja, Drehleiter rückt aus. RTW und NAF kommt von unten. Okay. Das ist doch echt. Langsam wird es ein bisschen brenzlig hier im Bielefeld. Ein bisschen. Ja? Und das Geile ist, Waldkrankenhaus ist dicht, die sind gleich alle weg. Ja. So. Aber gut, ich glaube, mein akutes Abdomen, ich weiß nicht, ob das unbedingt Notarzttransport ist. Schauen. Ja, musst du gleich eben gucken. Also DLK kommt von dir, ne? Ja. Akutes Abdomen kann so fahren, fährt mit sonderwegerechten Seekrankenhaus. Ja. NAF ist frei. Du hast aber immer noch eins unterwegs oben links hin zum Dippen. Nee, hin? Da fahre ich dann jetzt hin mit dem NAF. Okay. Kommt, ist auf dem Weg. Okay. Oh, ja, ich habe da noch ein Dingens frei. Eine RTW. Hast du noch? Ja, wenn da nicht gerade Desinfektion ist. Naja, der ist gerade eingeholt, ja. Den kannst du gleich wieder renovieren. Top. Ja, ich muss kurz warten. Eventuell oh. First Responder mit Feuerwehr. Ich kann dir den. Wo liegt der denn? Hä? Ja. Ach, da. Okay, Drehleiter wäre fertig. Mhm. Hab ich sofort mein Augenmerk drauf. Ja, obwohl ich gehe mit dem Notarzt rein, dann haben wir Zeit. Okay. Hier oben kannst du das NF übrigens wieder abdrehen lassen. Das schaffen die tatsächlich alleine. Warte mal. Alter! Also, was soll denn machen? Gut, eine Halle von mir fast respondet. Haben wir irgendwie frei? Okay, du bist jetzt mit dem RTW da, ne? Nee, da unten meinst du? Also hier? Nur als First Responder, da ja, musst okay, du trotzdem weiterfahren lassen. Da bin ich jetzt mit dem RTW da. Okay. Gut, der andere ist in der Desinfektion, kann ich nicht alarmieren. Gut, dann kommt der 3 RTW 1 kommt nach oben. Ja. Höre, ist in Arbeit. Gut, ich habe den Patienten von dir aufgenommen, du kannst weiter. Auf dem Weg. Ja, verstanden. Gut, NAF ist auch oben. Also ich steig bei dir ein, ne? Kannst du, brauchst du nicht mehr. Ach so. Das kannst du wieder zurückfahren. Ja, dann ist der ja wieder frei. Ja. Brauchst du hier bei dem Dingens was? Synkope Kreislauf, ja, ne? Hier? Ja, lass mal stehen.
Ich muss da gerade Tür öffnen. Ja, ich bin mit dem NEFL zu meiner Ecke. Ja. Bis der Dreier-Ette wieder ist, dauert es auch noch ein bisschen. Ja. Gut, dann hole ich mal deine Amtshilfe DLK aus der Wohnung. Ja. Alle besonderen Wege recht unterwegs Du hier. musst die Dingens haben, die Axt. So. Gut, ich bin mit dem Notarzt unten. Ja. Ja, ich habe meinen Ja. Zweier wieder frei unten. Du hast den zwei RTW unten frei? Ja, den schicke ich hoch. Okay. NEF, wenn nicht verfügbar, da weiß ich nicht, ob ich den jetzt brauche für den Einsatz. Muss man eben den Feuerwehrmann runterlassen. Ah, ich lass mal eben so. Ja, bleibt erstmal mit dem Fahrzeug da stehen, dann können wir gleich gucken. So. Oh, ganz knapp. In der Wohnung hier oben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber. Huiuiui. Das war ja tatsächlich mehr als knapp. Ist ja Rettungsdienst-Day heute, ne? Ja, komm eben. Tab aufmachen. Nummer ERT ist. Okay, ich lasse einen Patienten bei der Ja. Amtshilfe runter. Jo. Ist auf jeden Fall Notarzt-Indikation. In der Bank meinst du? Ja. Ja. Korrekt. Ist unterwegs. Ich schau mal eben, ob ich den Notarzt hier von der 1 nehmen kann. Ja, wunderbar. Alter. Gut, HLF fährt weiter zum First Responder. Ja. Dein 3-RTW ist eingetroffen. Patienten davon Öffnung. Ja. Okay, ich habe einen Dann. Notarzt für die Bank frei. Der ist aber auch gleich da tatsächlich. Ja, dann schick den doch eventuell nach oben hin. Na gut, dann kommt der nach oben hin. Dann fährt oben hin mein 2er BF-RTW, das ist auch gerade wieder im Einsatzgebiet. Gut, die Türöffnung lade ich jetzt ein, ist Notarztindikation und fährt mit. Intensiv. Gut, ich mache Waldkrankenhaus wieder auf, sind 10 Betten da. Ja, dann fahre ich auch zum Waldkrankenhaus mit dem Patienten. Jo. Okay, da wo dein HLF mit dem RTW steht, da passt es jetzt, oder? Jo, da wird alles versorgt. Okay, noch einer offen. DLK in der Wohnung ist weg. Genau. Dann die Wohnung habe ich gerade geholt. Synkope bin ich gerade. Ja, und du bist beim akuten Abdomen Bauchschmerzen, ne? Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Dann haben wir es doch. Oh, Ah, aber ich auch hätte noch ein wieder. NEF frei. Oh. Ja, Jetzt ist das das. Waldkrankenhaus so wieder dicht. Jetzt haben Ja. sie auch nur noch ein Bett wieder. Drei NEF1 wäre noch frei gewesen. Siehste. Ja. Schicke ich meinen Löschzug hin. Kriegst du hin? Ja, je nachdem, wie schnell ich bin. Ja,
kein Problem. Polizei wäre von dir nicht schlecht, wenn die vorne und hinten absperren würden. Ja. Ein Fahrzeug habe ich, was jetzt auf dem Weg ist dahin. FF3 kommt auch mal. Ja. Könntest du dann den Werfer bitte auf der anderen Seite einmal rüberstellen? Ich weiß nicht, wie weit es noch. Ja. Aber ist auch schon wer vor Ort, keine Sorge. Bin unterwegs. Ja, auf dem Weg. Scheiße, die können die gar nicht anpacken. Mist. Wo wolltest du den Werfer haben? Von der gegenüberliegenden Seite. Schon nach hinten durch, ja, ne? Hm? Ja. Ne, ich frage, ob das schon nach hinten durchgeht zur Seite. Ne? Aber das kriegen wir schon hin. Sind da Personen noch drin? Ja, zwei Leute sind noch drin. Ich versuche mal zu evakuieren, wenn es klappt. Klappt nicht. Schade. Ja, ich habe noch AGTs über. Die evakuieren ein bisschen. Na siehst du, das sieht doch wieder gar nicht schlecht aus. Ja. Genau. Höre, bin unterwegs, umgehen.
So, dann nehme ich meinen Bankopfer hier auch mal mit. wo ist die Fraktur noch? Hast du dich jetzt gerade direkt da hingelegt oder was? Ja, warte mal, ich habe hier noch ein RTW frei. Ja. Ist Feuer aus? Krass. Ja. Ja, cool. Ja. Müsstest du mit dem RTW mitnehmen, mein KTW kann das leider nicht. Nee, ich habe da ja ein RTW. Alles gut. Ja, dann abbauen. Jo. Alter, gibt's doch nicht. Geil. Hast du da noch was frei? Warte, ich muss eben schauen. Okay, also Apoplex kann ich hinfahren. Da hab ich mittlerweile auch wieder das NR frei. Und die Helo-P liegt auf dem Hof von der Post. Ich kann da einen KDW hinschicken. Ich muss eben meine Einsatzstelle hier zurückbauen, dann gucke ich. So, Fraktur nach Sturz nehme ich mit. Jo. Dann vorher, wenn man hat noch eine Person an Bord. So. Mal Krankenhaus offen oder zu? Ich glaube, es ist im Moment dicht. Alles klar. Gut, wo hast du jetzt nichts? Hilope. Alles klar. Dann fahr ich dahin. Fahr mit Carsten Stahl dahin. Ja, mach ich auch. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. So. Gute Idee. Brauche ich nur einen, der mir das Tor hier aufmacht. Der sorgt ja schon für Recht und Unrecht. Ja, Tor, das kann ich auch. Oh, er fährt, ne? Warnblinker ist an, damit man ihn sieht. Geil. Hoffentlich gibt's da gleich einen Fight, ey. Aber er ist gleich da. Schickst du mir Fahrzeuge, oder? Hm? Ach Gott, ich habe mein Polizeifahrzeug da oben auch immer noch stehen. Ja, moin Kollegen, mach mal auf, ich klär das. Ja, mach mal. Abfahrt, Rainer. Ja, das ist ein Job für Carsten Stahl, ist klar. Ja. Hier, Knockout. Hey, da geht's los. Geil. Ich mach nochmal eben Knockout. Hast du ein RTW? Carsten steht aber wieder ein bisschen zu hart. Boah, ohne Witz, das wird der Screenshot, ey. Ja. Carsten Stahl, back in action. Dann schalten alle ein. Vor allem bei der Post. Kommt ein RTW, ja, ne? Ja. Oh, Kompetenz. Ja. Ah, die waren jetzt auch die ganze Folge lang unterwegs, ne? Die wir von einem Einsatz zum nächsten gehen. Ja, ist halt wie in echten Leben, ne? Das ist Leben am Limit. KDW. Ja. Hey, Vorsicht mit meinem Mobil hier, ne? Nicht so nah daran. So, ich fahr mal eben ein Stückchen weg hier. Ja, Männer, ihr wisst ja, wenn ihr noch Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid, ne? Jo. Alles klar, ich fahr wieder, ne? Jo, starren. Ich fahr mit warmem Blinker zurück.
habe das Gefühl, der kommt noch ein Oh, schade. Schade. Ja. Aber das war doch eigentlich ein ganz netter Abschluss. Ich glaube auch, das war ein netter Abschluss. Dafür, dass es schon so spät ist. Ja. Ja. Ja, Leute, ich kann nur wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein und ich finde so, als Bringer können wir jetzt immer bringen, schaut doch mal auf der Facebook-Seite vorbei, da müssen noch viel, viel mehr Likes hin, viel, viel mehr. Ja. Und dann würde ich sagen, und, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Jo, und hoffentlich bald wieder beim Livestream. Genau, Leute, haut rein. Bis dann. Tschüss.